Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Heute ist der französische Markt dran. Sie erinnern sich, wir investieren jeweils dann, wenn Obermatt eine Top-10-Liste eines bestimmten Marktes veröffentlicht, damit wir nicht so viel Zeit verbringen, die Aktien zu suchen, die uns interessiert. Nun ist es der sogenannte CAC All, also der Index in Frankreich, der alle Aktien umfasst. Das heißt, in der Top-10-Liste gibt es nicht nur große, sondern auch kleine Unternehmen. Und das sehen Sie, wenn Sie jetzt diese Aktien anschauen. Wir haben hier bei der Value-Strategie S-Firmen, also Small, Sword zum Beispiel, sogar XS-Firmen wie DNX Corp, Unternehmen, die einfach zu klein sind, um als sinnvolles Investitionsvehikel für Privatanleger zu dienen. Wenn ich jetzt schaue, wo haben wir dann große Unternehmen, dann sehe ich unter XL Gemalto Anwendungssoftware, sicher etwas, das man anschauen könnte, Aberam, Stahl und wo ist noch XL, ST Microelectronics und Airbus XXL, ganz ein großes Unternehmen. Nun, Airbus finde ich interessant. Airbus ist ein Unternehmen, das in einer Branche ist, die wird es sicher noch lange geben. Und durch das, dass Airbus geschützt ist durch den europäischen Markt, als europäisches Flugunternehmen, wo es in Zukunft vermutlich einfach drei Unternehmen gibt, eins in China, eins in Amerika und eins in Europa, wird Airbus weiterhin Renditen erwirtschaften können. Airbus für mich ist eine sinnvolle Anlage. Ich öffne das einmal. Ich sehe von mir viele grüne Ränge. Das war nicht immer so. Sie sehen, 2013 und 2014 waren die Ränge nicht besonders grün. Das heißt, man hat viel dafür bezahlt. Das Unternehmen ist nicht besonders gewachsen und es war auch relativ stark verschuldet. Heute aber sieht es gut aus, seit zwei Jahren alles im grünen Bereich. Ich könnte jetzt viel Zeit damit verbringen und Airbus genauer anschauen. Sie können das zum Beispiel, indem Sie in der Google-Suche News für Airbus suchen. Und wenn Sie vielleicht unter All gehen, also nicht die News, sondern einfach alle Informationen, dann haben Sie hier eine ganze Reihe von Anlageempfehlungen und Überlegungen. Die meisten sind leider sehr kurzfristig, denn sie richten sich an Leute, die Aktien nur für ganz eine kurze Zeit kaufen. Ich habe mich gar nicht damit befasst, denn mich interessiert nicht, was Airbus dieses Jahr macht. Mich interessiert, ob ich in Airbus grundsätzlich investiert sein will. Und das möchte ich. Ich kaufe also Airbus. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind und dass ich Ihnen zeigen konnte, dass für eine sinnvolle lange Aktienauswahl gar nicht so viel Zeit notwendig ist. Auf Wiedersehen.